Bundesverband Bürgermedien, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier auf OKTV Ludwigshafen. Ich darf einen ganz besonderen Gast heute begrüßen, Christian Schreider, der Bundestagsabgeordnete, der direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis 207 Ludwigshafen-Frankenthal. Er ist Mitglied der SPD-Fraktion, dort im Verkehrsausschuss und außerdem auch verkehrspolitischer Sprecher hier bei der SPD Ludwigshafen. Und das soll auch das Thema unserer Sendung sein. Herr Schreider, ich war ja gestern auf Instagram auf Ihrem Profil, habe gesehen, Sie waren vorgestern im rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium, unter anderem auch dabei von Ludwigshafen David Gutier. Sie haben da einen ganz besonderen Scheck entgegengenommen, nämlich es geht um einen Förderbescheid für ein Bauwerk. Es ist nicht zu übersehen, dass es im Bau ist, dass es wiederkommt, die Hochstraße, oder Sie haben auf Instagram auch den Plural verwendet, Hochstraßen. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein, zu diesem wichtigen Thema auch was sagen zu dürfen. Wir waren in Mainz, haben den Fördermittelbescheid bekommen, sowohl Förderung des Landes, aber vor allem auch Förderung des Bundes für unser Hochstraßensystem. Deshalb der Plural. Wir hatten ja bisher zwei Hochstraßen, die Hochstraßen Süd und Nord. Nord wussten wir schon länger, dass sie marode ist. Hochstraße Süd sollte eigentlich als Ausweichstrecke während des Abrisses der Hochstraße Nord dienen. Dann kam es umgekehrt. Die Süd war dann doch marode als gedacht, musste gesperrt werden 2019, musste abgerissen werden. Wird jetzt neu aufgebaut bis 2026 hoffentlich. Und solange dient dann noch die Hochstraße Nord als Ausweichstrecke. Und um dieses System neu aufzubauen, haben wir eine wirklich gute Förderung bekommen. Und gerade die 335 Millionen Euro vom Bund, 60% der Gesamtsumme der Kosten, sind eine außergewöhnlich hohe Förderung, für die ich wirklich dankbar bin, dass die Kollegen und Kollegen im Bundestag da mitgegangen sind, gemeinsam mit Verkehrsminister Wissing, weil das ist wirklich auch im Bundesvergleich sehr außergewöhnlich, dass Ludwigshafen so stark unterstützt wird. Aber wir haben es auch nötig und es dient nicht nur Ludwigshafen, es dient vor allem auch der gesamten Metropolregion. Das sage ich auch als Mitglied der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar sehr gerne. Ja, Ihr Slogan ist ja auch, Sie wollen die Vorderpfalz zum Kraftzentrum wieder machen. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme nach Ludwigshafen, das ist ja wirklich die Hochstraßen und die Breitenstraßen, das ist ja wirklich auch prägend. Insbesondere ist es immer wie imposant, mit der Straßenbahn hier über den Rhein rüber zu fahren. Sie sind ja jetzt momentan hier im Wahlkreis unterwegs, auch sind Stichwahlen zur Bürgermeister-, Ortsvorsteherwahl etc. Da kommen Sie ja momentan auch viel mit den Leuten in Kontakt. Wird denn oft danach gefragt, wie wird das denn jetzt mit dem Bau der Hochstraße, wenn das jetzt praktisch weitergeht, also mit den beiden Hochstraßen Senn und kommt es da zu Einschränkungen? Also wird das oft thematisiert? Ja, das wird schon oft angesprochen. Das ist schon ein wichtiges Thema, die Infrastruktur, die leider gelitten hat in Deutschland, wo über viele Jahre zu wenig investiert wurde. Aber man sieht es dann eben jetzt hier auch in Ludwigshafen, dass wir da im wahrsten Sinne des Wortes Baustellen haben und die führen natürlich zu Einschränkungen. Die Hochstraße Süd, wo gebaut wird, die anknüpfende Konrad-Adenauer-Brücke, ist im Moment für die Straßenbahn nach Mannheim gesperrt. Das bedeutet längere Fahrzeiten, wenn man zum Beispiel zum Hauptbahnhof will nach Mannheim. Das ist für alle eine Einschränkung, aber sie ist nötig, damit wir in wenigen Jahren wieder insgesamt besser fahren können, sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto, weil gerade wir auch als SPD sagen, wir wollen eine Verkehrspolitik für die vielen, wir wollen kein Verkehrsmittel verteufeln. Jeder muss den Verkehrsmix finden, der für ihn, für sie das Richtige ist. Und da brauchen wir alle Verkehrsmittel, gerne natürlich auch die Bahn, die im Moment dadurch auch etwas eingeschränkt ist, aber letztlich alle Verkehrsmittel in einem guten Mix. Sie sind ja auch vor allem für das Thema Eisenbahn im Verkehrsausschuss der SPD, dort Berichterstatter und Sachverständiger etc. Und natürlich, Sie haben es gerade schon dazu übergeleitet. Für Fernstrecken ist die Eisenbahn wirklich für viele Leute eines der wichtigsten Verkehrsmittel. Zum Beispiel auch für mich heute. Ich bin aus Stuttgart gekommen mit dem ICE, hat dann ab Stuttgart Hauptbahnhof auch tadellos geklappt. Sogar Check-in, Komfort-Check-in, Sitzplatz wählen, da wird man gar nicht mehr kontrolliert. Alles bestens. Mhm. Was ich aber natürlich ähnlich wie die Hochstraße in Ludwigshafen jetzt nicht mehr zu überhören ist, weil es doch auch in aller Munde ist und es fährt auch schon Infomobil rum, ist eben die Sperrung der ICE-Strecke. Eine wirklich wichtige Schieneninfrastruktur zwischen Mannheim und, ich glaube, geht fast bis Frankfurt hoch, die sogenannte Riedbahn. Ab dem 15. Juli soll die gesperrt sein und nicht nur einen Monat, sondern
nach dem Planungsstand bis Dezember, und ich meine, das beschäftigt den Bundestag sicherlich auch, oder wenn so eine wichtige Achse gesperrt wird, worauf müssen sich da die Leute gefasst machen? Also ist es wirklich notwendig, das so lange zu sperren? Es ist leider notwendig geworden. Die Sperrung der Riedbahn über 5 Monate ist Teil der Sanierung von 40 Hochleistungskorridoren in ganz Deutschland. Die Riedbahn ist die erste, die so gesperrt wird und so umgebaut, saniert wird, modernisiert wird, dass sie aber dann auch für einen langen Zeitraum, möglichst 10 Jahre, wirklich baufrei ist. Und warum ist es notwendig? Weil in Deutschland über sehr, sehr viele Jahrzehnte und vor allem in den letzten Jahren, gerade muss man sagen, unter CSU-Verkehrsministern, das ist Teil der Wahrheit, viel zu wenig in die Bahn investiert wurde und deshalb ein riesiger Investitionsstau entstanden ist. Wir haben in den vergangenen Jahren, die Schweiz hat 4-mal so viel in die Bahn investiert, Österreich 3-mal so viel investiert. Das zeigt sich irgendwann, das zeigt sich jetzt. Und wir haben bisher immer, so wie das auch die Nachbarländer machen, sozusagen unter dem rollenden Rad saniert. Das heißt, eingleisig wurde weitergefahren, das andere Gleis ausgebaut. Mittlerweile ist der Zustand so marode, dass das nicht mehr geht, dass wir gemeinsam mit der Bahn entschieden haben, wir müssen einmal richtig sperren, das einmal richtig machen, einmal die Signale, die Gleise, die Weichen, aber auch die Bahnhöfe, den Lärmschutz erneuern, damit das einmal gemacht ist und wir dann besser fahren können. Und warum? Beginnen mit der Riedbahn, weil die Riedbahn eine ganz zentrale Achse in Deutschland ist. Und viele Bahnkenner, auch Bahninternen, aber auch wir sagen, sie ist für 80% der Verspätungsminuten in Deutschland verantwortlich. Und deshalb haben wir die große Hoffnung, dass es danach auch schneller wieder besser wird. Und dann folgen 40 weitere Korridore über 5 Jahre. Das hoffen wir, dass so der Investitionsstau, Sie sprachen es an, endlich beseitigt wird oder eben, dass sich so viel minimieren lässt, wie es geht. Wir haben ja eine Ampelkoalition auf Bundesebene, auch ein Bundesminister, der der FDP angehört. Mhm. Wie sind, gehen alle da jetzt mit, wenn Sie das so in den Raum werfen und sagen, ach, Hochleistungskorridore, wir haben jetzt 40 weitere, die wir auf Vordermann bringen müssen. Vielleicht, wenn man perspektivisch denkt, kann man sich ja vielleicht auch noch weitere Hochleistungskorridore vorstellen in Deutschland. Ist da denn ein breites Verständnis der Regierung, dass man jetzt sagt, wir machen das jetzt, wir wollen wirklich jetzt die Bahn auf Vordermann bringen, vor allem auch im Hochleistungsbereich? Ja, es ist ein absolut breites Verständnis innerhalb der Regierung, innerhalb der Ampelfraktion, aber auch mit allen Branchen und Bahnexperten. Ich war Mitglied der Beschleunigungskommission Schiene. Wir haben in 5 Monaten sehr, sehr viele, über 70 Vorschläge aufgeschrieben, wie die Bahn schneller, besser werden kann. Ich war da von dem Verkehrsminister berufen, mit den Kollegen von der Ampel, aber mit Vertretern der Bahnindustrie, von Privatbahnen, von der Deutschen Bahn, aber auch von der Bahnwissenschaft, von Ingenieuren. Die gesamten Hochschulen waren dabei und wir alle haben gemeinsam gesagt, das sind unsere Forderungen. Ein wichtiger Teil dieser Forderungen sind eben die Sanierung der Hochleistungskorridore, die unerlässlich sind, um schneller wieder besser zu werden, ganz klar. Und gibt es speziell auch in Rheinland-Pfalz oder hier in Ludwigshafen in der Vorderpfalz jetzt Verkehrsinfrastrukturprojekte, die jetzt speziell auch auf die Bahn oder vielleicht auch auf den Hochleistungsbereich bezogen sind? Also wir sind natürlich sehr stark abhängig hier in Ludwigshafen und der Vorderpfalz von der Riedbahn, von der Anknüpfung an den Fernverkehr. Wir merken es dann auch auf den Umleiterstrecken, zum Beispiel Mannheim-Ludwigshafen, Frankenthal, Worms Richtung Mainz. Da sind die Verkehre dann auch eingeschränkt, weil eben die Züge, die auf der Riedbahn nicht fahren können, dann auch hier umgeleitet werden. Aber das ist nur ein Teil der Perspektive für den Schienenverkehr. Wir planen zum Beispiel auch Stadtbahnstrecken auszubauen, sind da sehr tief mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in der Prüfung, weil wir da auch starke Fördermittel des Bundes haben, um eben Stadtbahnstrecken in Ludwigshafen zu erweitern, von Oppau Richtung Edigheim, Pfingstweide, möglichst auch perspektivisch nach Frankenthal, in Richtung Gartenstadt, Maudach, Mutterstadt, vielleicht nach Dannstadt, von Rhein-Gönnheim Richtung Neuhofen, vielleicht nach Waldsee, um eben das Umland auch stärker per Schiene an Ludwigshafen, an Mannheim, an die Metropolregion anzubinden. Denn aus meiner Sicht schneller Schienenverkehr, sei es im Nahverkehr schnell oder sei es im Fernverkehr schnell, ist das Rückgrat der Verkehrswende. Natürlich, und in den Ballungsräumen ist das besonders wichtig, nicht nur wenn am Abend eines Tages ein EM-Spiel ansteht, sondern auch ansonsten in der Großstadt. Es ist ja immer, ich glaube, das kann ich für alle deutsche Großstädte jetzt eine Bilanz ziehen, das traue ich mir zu. Es ist wirklich, die Verkehrsinfrastruktur auf der Schiene ist überlastet. Also da muss man was tun. Ja. Und jetzt, das habe ich mir extra hier rausgeschrieben, deswegen muss ich auch kurz auf meinen Zettel gucken.
Im Vermittlungsausschuss gab es kürzlich ja, ich glaube erst vor einer oder vor zwei Wochen, dann auch eine Einigung zu einem Bundesschienewegeausbaugesetz, Abkürzung BSBAG. Können Sie mir und den Zuschauerinnen und Zuschauern nochmal erklären, was jetzt konkret in dem Gesetz steht? Was hat die SPD da natürlich auch mit den anderen beiden Parteien durchgedrückt? Also genau, ja. Also es klingt kompliziert, ist ja. Es auch. Manche kürzen das B-Schwack ab, das klingt ein bisschen schwungvoller und wir wollen auch schwungvoller werden mit diesem Gesetz. Es beinhaltet aber einen klaren Gedanken. Ja, bisher war es so, dass auf Verschleiß gefahren wurde, weil der Bund, weil die Bundesbahn, die Bundesregierung, der Bundestag nur den Komplettaustausch von Gleisen, die Kompletterneuerung finanzieren, fördern konnte. Mit dem B-Schwack haben wir jetzt neu eingeführt, dass auch die Instandhaltung, also die kontinuierliche Pflege des Netzes gefördert, finanziert werden darf. Das heißt, es muss nicht mehr, es gibt keinen Anreiz mehr, auf Verschleiß zu fahren. Und das ist ein ganz entscheidender Wendepunkt, eine ganz entscheidende Weichenstellung in der Bahnpolitik, weil wir eben sagen, so ein Zustand, wie wir ihn übernommen haben als Ampelregierung, den soll keine Regierung mehr übernehmen. Deshalb kontinuierliche Pflege des Netzes, das ist der Kernbestandteil des Bundesschienenwegeausbaugesetzes. Drin sind auch die genannten Korridorsanierungen, über die wir schon gesprochen haben. Drin sind aber auch eine bessere Fördermöglichkeit für die Bahnhofsgebäude, weil wir sagen, das sind die Visitenkarten des Bahnverkehrs. Drin ist eine bessere Fördermöglichkeit für Barrierefreiheit, damit die Menschen, die auch Einschränkungen haben, auch eine bessere Mobilität mit der Bahn haben. Und drin ist auch eine stärkere Fördermöglichkeit für die Digitalisierung, weil wir mit mehr Digitalisierung im Bahnverkehr auch eine höhere Zuverlässigkeit und vor allem auch eine höhere Kapazität herstellen können, wenn die Züge nicht mehr in Blockabständen zwischen Signalen warten müssen, sondern gesichert hintereinander herfahren können, dann gehen bis zu 20% mehr Züge auf die Strecken. Und das brauchen wir, weil die Nachfrage ist riesig. Das kann man unterstreichen. Es ist ja dieses Gesetz, das jetzt den Vermittlungsausschuss passiert hat und demnächst dann auch so in Kraft treten wird, weil es gut ausgehandelt wurde, kann man sagen, ist ja nicht das einzige große Brett, das in der Verkehrspolitik gebohrt wird. Es wurde ja auch, wurden ja auch die Firmen DB Netz und DB Station und Service zur DB InfraGo vereinigt. Also nochmal, das vielleicht, Sie werden mich vielleicht korrigieren, pauschalierend gesagt, also Station und Service war so das, was für die Bahnhöfe zuständig ist, nicht für die Straßenbahnhaltestellen, aber für die Bahnhöfe und DB Netz, das ist praktisch eine Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und der gehört ca. 90% der Schieneninfrastruktur. Es gibt noch kleine Privatbahnen, es gibt die Straßenbahn etc. Aber die wurden jetzt verschmelzt und wie ich das mitbekommen habe, der Bundesverkehrsminister, der FDP angehört ist, aber auch soweit praktisch mitgegangen, dass man gesagt hat, innerhalb des DGB-Konzerns hat jetzt praktisch praktisch die Schieneninfrastruktur ist, da muss nicht mehr nur Gewinn rausgedrückt werden, sondern das soll der Gemeinnützigkeit jetzt dienen. Ist das so zutreffend und ist das aus Ihrer Sicht zufriedenstellend verlaufen oder sagen Sie, da gibt es doch noch die ein oder andere Stellschraube, was man machen muss, damit endlich dieses Auf-Verschleiß-Fahren endlich einen harten Stopppunkt oder gar, also ich sag's mal, harten Prellbock hat? Also zunächst mal das B-Schwack, das Bundesschienenwegeausbaugesetz, war auch schon ein harter Brocken zu verhandeln. Kann ich ein bisschen beurteilen, weil ich es in erster sozusagen Instanz verhandelt habe mit den Kollegen der Ampel von Grünen und FDP, bevor es dann durch das Veto, das erstmalige Veto des Bundesrates in den Vermittlungsausschuss ging und dann Gott sei Dank dort gelöst worden ist, die Blockade. Aber es ist die Voraussetzung für diese Verschmelzung von DB Netz und DB Station und Service zur InfraGo. Und was beinhaltet diese Verschmelzung? Es ist vor allem mal, Sie haben es schon angetextet, der Gedanke, nicht mehr auf Gewinnorientierung zu fahren, das Netz bereitzustellen, sondern gemeinwohlorientiert. Das heißt, die langfristigen Ziele, Qualität des Netzes, Verfügbarkeit des Netzes, Kapazität des Netzes stehen jetzt viel stärker im Vordergrund als bisher. Es ist so in der Satzung der neuen Gesellschaft verankert. Das ist schon mal eine ganz wichtige Weichenstellung in eine gemeinwohlorientierte Richtung. Und der zweite Punkt ist, dass diese beiden Gesellschaften jetzt endlich die Dinge zusammendenken. Diese fast künstliche Trennung, muss man sagen, zwischen
den Gleisen und den Bahnsteigen, die hat absolut keinen Sinn gemacht und war ein Fehler der Bahnreform vor 30 Jahren. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, das immer wieder gerne erzählt wird aus Bayern zu Winterzeiten, wenn dann hoher Schnee gefallen ist auf die Bahnsteige, aber auch auf die Gleise, dann kam zuerst ein Gleis sozusagen Gleisreinigungslok von DB Netz und hat den Schnee von den Gleisen weggefräst sozusagen. Okay. Auf die Bahnsteige und dann kamen Leute von DB Station und Service und haben es von den Bahnsteigen wieder auf die Gleise geschippt. Das ist so das drastischste Beispiel dafür, wie zwei Gesellschaften nicht Hand in Hand, sondern teilweise gegeneinander arbeiten. Und das haben wir jetzt beendet, das haben wir aufgelöst mit der Zusammenführung dieser beiden Dinge, Gleise und Bahnsteige, die einfach zusammengehören. Ja, natürlich, das wird der Wahrheit sicherlich auch entsprechen, bis neue Bahninfrastruktur gebaut wird, das wird ein bisschen dauern, oder? Ja, es wird dauern, das ist richtig. Wir haben auch zum ersten Mal die Situation seit, ich glaube, 30 Jahren, dass wir aktuell keine Neubaustrecke der Bahn im Bau haben. Bisher war das seit eigentlich fast der 80er Jahre der Fall, dass immer irgendwo eine neue Strecke gebaut worden ist. Das ist etwas ins Hintertreffen geraten, aus vielerlei Gründen. Umso wichtiger ist es, dass wir das Bestandnetz jetzt schnell in Ordnung bringen, dass das Bestandnetz mehr Kapazität aufnehmen kann, weil, wie gesagt, die Nachfrage riesig ist, aber auch mehr Zuverlässigkeit bietet, weil die Unpünktlichkeit der Bahn ist natürlich ein Drama für alle Reisenden. Ja, umzuschwenken nochmal auf ein wichtiges Thema, was die Fahrgäste betrifft. Wir hatten es, als damals die Bundestagswahl anstand, hatten wir ja hier auch diskutiert, und zwar über das Thema Tarif. Damals, ich erinnere mich noch dunkel, gab es die ÖPNV-Modellstadt Ludwigshafen, wo dann ein Absenkungstarif dann nicht weitergeführt wurde. Mhm. Und dann kam aber, das war dann kurz nach unserer Sendung, kündigte sich die Deutschland-Abo-Upgrade-Aktion an. Ein Jahr später hatten wir das 9-Euro-Ticket, jetzt haben wir seit über einem Jahr das 49-Euro-Ticket. Wäre damals wahrscheinlich aus Ihrer Sicht auch nicht vorstellbar gewesen, oder dass es mal so weit kommt? Oder hat man sich vor ganz wenigen Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass wir es mal hinkriegen, mit so vielen Bundesländern, so vielen Verkehrsverbünden ein gemeinsames Ticket für ganz Deutschland hinzukriegen, den Tarifdschungel wirklich zu roden. Das ist wirklich eine Riesenleistung aller Beteiligten, von der Ampelregierung über die beteiligten Bundesländer, die Verkehrsverbünde. Ich bin ja selbst auch in der Versammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, aber auch der Verkehrsunternehmen Rhein-Neckar-Verkehr hatte ich schon erwähnt. Das war wirklich ein hoher organisatorischer Aufwand, aber vor allem eine Riesenleistung, ein Riesenfortschritt. Ich sage eigentlich die größte Revolution im deutschen Verkehrswesen seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wer sich noch erinnert, wenn man von einem Verbund in den nächsten fahren wollte und dann vor Automaten stand, die man nicht verstanden hat. Ich habe lange in Neustadt gearbeitet. Wenn ich mal nach Karlsruhe fahren wollte, hätte ich theoretisch irgendwo bei Landau aussteigen müssen, am Automaten neues Ticket holen. Totaler Wahnsinn. Das ist jetzt alles vorbei. Man kann einfach durchfahren. Auch über weitere Strecken im Regionalexpress muss ich keine Gedanken machen. Hat ein Ticket für ganz Deutschland zu einem wirklich günstigen Tarif. Wenn man vorher hier im Verbund Rhein-Neckar eine Netzkarte hatte, dann spart man jetzt 1.000 Euro im Jahr. Und das ist auch eine Riesenentlastung für die Bürgerinnen und Bürger, für die Pendlerinnen und Pendler. Das muss man auch, ist ein weiterer Punkt neben der Vereinfachung. Das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt. Wir haben jetzt das Semesterticket für die Studierenden. Wir haben vor allem auch die Jobticket-Variante des Deutschland-Tickets, 34 Euro im Monat, unschlagbar. Da können auch die Betriebe was für ihre Mitarbeitenden tun. Und wer für 34 oder letztlich auch 49 Euro durch ganz Deutschland fahren kann, das ist einfach ein unschlagbarer Preis. Sie haben ja jetzt die verschiedensten Sichtweisen erläutert, denen Sie ja irgendwie auch allen angehören. Natürlich Arbeitgeber, die was für ihre Mitarbeiter tun, dann die Fahrgäste an sich, auch die jetzt vielleicht nicht so viel Geld haben und sich jetzt doch eine grenzenlosere Mobilität leisten können. Mhm. Einerseits, die sich natürlich wahnsinnig über den Preis freuen. Dann haben wir die Perspektive hier des Verkehrsunternehmens RNV oder dann auch Verkehrsverbund beziehungsweise teilweise auch Aufgabenträger. Und dann natürlich die Bundespolitik. Mhm. Und da habe ich vernommen, unter anderem hat sich ja dann gerade auch vorangetrieben und auch dort Mitglied Bundesverband Schienennahverkehr und der VDV, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, haben sich auch zu einer AG Deutschland-Ticket zusammengeschlossen, nennen sich jetzt auch Deutschland-Ticket Clearing. Im Endeffekt
war der Ansatz, darauf aufmerksam zu machen, dass die Verkehrsunternehmen auch sagen, hey Leute, wir haben jetzt volle Verkehrsmittel, aber im Endeffekt, um das auszubauen, um auch neue, längere Fahrzeuge reinzuholen und anzuschaffen, bräuchten wir auch mehr Geld. Und da wurde dann auch, wurden auch kritische Töne laut, dass man sagt, der Bund hat jetzt Geld eingestellt im Gesetz bis Ende 2025. Aber schon jetzt nach einem Stand im Januar, hatte ich das mitbekommen, würde sich abzeichnen, dass das gar nicht reicht, das Geld. Und dann ist die Frage, ja, kann der Bund dann auch zukünftig das ganze Geld zur Verfügung stellen, damit man das Deutschland-Ticket weiterführen kann, die große Revolution? Oder muss man jetzt Angst haben, dass es vielleicht bald kippt und dass das Ticket wieder eingestellt wird? Wie ist da Ihre aktuelle, nicht nur gefühlsmäßige Einschätzung, sondern vielleicht auch ein konkreter Plan, den man verfolgt? Also das Deutschland-Ticket wird auf gar keinen Fall eingestellt, jedenfalls nicht unter einer SPD-Regierung. So viel kann ich mit Sicherheit sagen. Der Bund muss weiterhin nicht das ganze Geld, sondern das halbe Geld bereitstellen, weil es wirklich eine 50-50-Finanzierung zusammen mit den Bundesländern ist, die ja eigentlich für den Regionalverkehr zuständig sind. Wir haben es initiiert, deshalb zahlen wir als Bund auch die Hälfte, aber die Länder müssen auch weiterhin mitmachen. Bisher reicht das Geld, aber in Zukunft muss es natürlich organisiert werden, dass die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen, damit am Ende natürlich nicht die Verkehrsunternehmen, die am Ende aus dem Topf der Einnahmen, der Ticketeinnahmen, ihre Leistungen finanzieren, ihr Personal bezahlen, ihre Wagen und Bahnen bezahlen, damit die natürlich nicht ins Defizit rutschen, denn am Ende müsste ein solches Defizit immer von den kommunalen Trägern ausgeglichen werden und kommunale Träger wie etwa Ludwigshafen haben natürlich nicht dieses Geld, um entsprechende Defizite auszugleichen. Das ist ja der Sinn von Verkehrsverbünden, ein Ticket und dann werden die Einnahmen aus diesem einen Ticket unter den Verkehrsunternehmen gerecht verteilt. Das muss jetzt eben deutschlandweit organisiert werden. Das ist komplexer, komplizierter, als wenn es nur in einem regionalen Verkehrsverbund geschieht. Aber mit einer fortschreitenden Digitalisierung ist das auch absolut gut machbar. Das ist jetzt auch die Aufgabe der Verkehrsverbünde und der Verkehrsunternehmen, eine stärkere Digitalisierung voranzutreiben. Und dann kann das auch alles gut organisiert werden und vor allem auch zu einem weiterhin guten Preis. Ein Faktor, den man wirklich bei allem nicht vergessen darf. Man braucht immer eine besondere Schnittstelle, damit das alles funktionieren kann, und das ist Personal. Mhm. Und Sie sind ja, ich habe es auf Ihrer Homepage gelesen, auch stellvertretender Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe Ludwigshafen, beziehungsweise, denn Sie haben es gesagt, in den Versammlungen von RNV und vom VRN. Mhm. In den Nullerjahren war es ja mal, ich sage nicht Mode, aber war es leider auch durchaus mal an verschiedenen Stellen in Deutschland der Fall, dass man Personal ausgegliedert hat in Tochtergesellschaften, um auch dann Tarifbindungen zu minimieren oder zu umgehen. Damals gab es auch in gewisser Weise einen Arbeitskräfteüberschuss, aber jetzt wir haben Zuwanderung, Sie sehen, das Negativbeispiel ist in Berlin. Es kommen ständig neue Leute, die in der Stadt wohnen wollen, aber das Verkehrsangebot muss reduziert werden, weil kein Fahrpersonal da ist, keine Fahrzeuge da ist. Also das ist ein Problem, das ist wirklich ein Problem. Wie sind denn hier in der Vorderpfalz in Ludwigshafen die Überlegungen, dass man sagt, ja gut, wie sichern wir das Personal, das wirklich immer alles fahrt und fahren kann und damit wir perspektivisch, wenn wir die Stadtbahn danach nach Mutterstadt und in die Umgebung dann auch vielleicht ausbauen, damit wir dann überhaupt Personal haben? Ja, also wir haben absoluten Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel insgesamt in der Gesellschaft, aber auch im Verkehrsbereich. Deshalb wäre eine schlechte Bezahlung, über welche Tricks auch immer, eine absolut schlechte Idee. Und das ist auch nicht der Fall. Wir haben jedes Mal in jeder Aufsichtsratssitzung bei der RNV das Thema, wie können wir gute Leute gewinnen. Da gibt es viele verschiedene Programme dazu. Eines möchte ich nennen, das ist die Gewinnung von ukrainischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was sehr gut angelaufen ist und sehr verstärkt wird. Da ist natürlich immer auch eine gewisse Sprachbarriere zu überwinden durch entsprechende Sprachkurse, aber die Menschen sind sehr offen, bei der RNV mitzuarbeiten und das ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir teilweise Leute, die schon in Pension sind, einzelne Stunden fahren können. Wir werden der Bundesgartenschau sehr gut genutzt. Also da gibt es verschiedene Stellschrauben, aber gerade auch Geflüchtete stärker in Arbeit zu bringen, da auch Hand in Hand zu arbeiten mit den Arbeitsagenturen und auf die Menschen auch zuzugehen, da vielleicht auch ein bisschen die Barrieren oder eine gewisse Scheu zu überwinden. Da ist die RNV sehr stark dahinter und das unterstütze und begrüße ich sehr. Die RNV hat natürlich ein wirklich starkes Netz hier in der Vorderpfalz.
Und ja, das ist auch das Stichwort, um jetzt nochmal auf zwei Dinge zu sprechen zu kommen, die vielleicht auch in den schönen Bereich überleiten, wenn wir jetzt hier mal um Ludwigshafen herumblicken. Es gibt ja immer auch, wo man die Freizeit verbringt, wo man mal ein bisschen zur Ruhe kommt, nach einem Tag entspannt. Da gibt es unter anderem ja das Rheinufer auch mit Altrip. Wir hatten letztes Mal diskutiert vor 3 Jahren und ich stelle die Frage jetzt einfach, weil es halt hier immer noch kursiert. Ich weiß auch nicht, kommt es von der grauen Eminenz oder ist der Vorschlag schon mehrere Jahrzehnte alt? Die Idee einer Seilbahn, die nicht nur das eine Ufer vom Rhein mit dem anderen verbindet, sondern auch gleich zwei Großstädte und zwei Bundesländer, die eine Seilbahn von Altrip nach Mannheim rüber, Mannheim-Neckarau. Ist das was, was die Bevölkerung hier beschäftigt? Also ist es so stark im Gespräch wie praktisch die Hochstraßen? Oder sagen Sie, jetzt ist ein Projekt, das nice to have, aber hat jetzt nicht die oberste Priorität? Ich würde nicht sagen, dass es immer noch kursiert, sondern immer stärker kursiert. Die Seilbahn ist ein ganz, ganz tolles Verkehrsmittel, das bisweilen ein bisschen unterschätzt wird, aber in ganz vielen Städten der Welt wirklich hervorragende Dienste leistet. Ich nenne da zum Beispiel hügelige Regionen in Lateinamerika. La Paz ist ein Paradebeispiel, wo ganz, ganz viel über Seilbahnen abgewickelt wird. Aber auch Ankara. Die Koblenzer sind begeistert von ihrer Seilbahn zur Bundesgartenschau, zum Ehrenbreitstein, die eigentlich nur temporär während der Buga fahren sollte, die aber jetzt dauerhaft verlängert wurde, weil sie eben so tolle Dienste leistet. In Bonn wird über neue Seilbahnen gesprochen, an ganz vielen Stellen. Bei der Bundesgartenschau in Mannheim war die der Renner. Ich glaube, das war das meistgenannte Beispiel, warum die Buga so toll war und so von so vielen Menschen genutzt wurde. Sie ist kostengünstig im Bau und Betrieb. Sie hat wenig Flächenverbrauch und sie kann sehr flexibel genutzt werden mit großen Kabinen oder mit kleineren Kabinen, kürzeren Taktzeiten. Man kann da sich sehr flexibel auf die örtlichen Bedürfnisse einstellen und sie kann vor allem, das ist der entscheidende Faktor, natürliche Hindernisse viel besser überwinden als andere Verkehrsmittel, eben einen großen Fluss wie den Rhein. Und wir haben bisher die Fähre zwischen Altrip und Mannheim, die aber in verschiedenen Situationen eben nicht genutzt werden kann, sei es bei Hochwasser, sei es bei Niedrigwasser. Dann haben wir Probleme und dann kann da keiner den kürzesten Weg fahren, muss man große Umwege fahren über die schon genannten Hochstraßen und Rheinbrücken. Das macht keinen Sinn. Altrip Mannheim kann sehr gut auch an Verkehrsknotenpunkte wie S-Bahn-Stationen anbinden. Deshalb haben wir als SPD Altrip und SPD Vorderpfalz und SPD Mannheim dieses Projekt ganz stark verfolgt. Es gab auch schon Voruntersuchungen vom VRN, vom Verkehrsverbund und von Rhein-Neckar Verkehr, die beide da auch immer wieder Expertisen einholen. Und die Vorprüfungen haben eben ergeben, dass Altrip Mannheim die am besten geeignete Strecke ist für möglicherweise ein größeres Netz, aber zunächst mal diese Strecke wirklich am besten geeignet ist und deshalb wird die auch weiterverfolgt und wir als SPD unterstützen das sehr. Das ist doch mal ein Wort. Mhm. Dann vielleicht zum Abschluss des Gesprächs möchte ich noch die Frage an Sie richten, was ist denn die schönste Bahnstrecke, die wir den Zuschauerinnen und Zuschauern hier jetzt noch auf den Weg mitgeben? Also ich fahre immer noch am liebsten, muss ich sagen, die Rheintalstrecke. Die Strecke durch das klassische Mittelrheintal fängt schon hier an in Ludwigshafen, geht bei mir übrigens am Haus vorbei, in den Ziegelgärten in Friesenheim und Oggersheim, führt dann an Worms vorbei, durch Rheinhessen, an den Weinbergen vorbei und dann vor allem zwischen Bingen und Koblenz durch das wirklich Weltkulturerbe Mittelrheintal an der Lorelei vorbei und man sieht die Schiffe vorbei rauschen und man sieht die Züge auf der anderen Rheinseite, man sieht die Dörfer, Schlösser und Burgen. Einfach nur schön, wer ins Rheintal Richtung Köln, Bonn oder ins Ruhrgebiet oder nach Richtung Amsterdam will, kann ich nur empfehlen. Es kostet ein bisschen mehr Fahrzeit als die Neubaustrecke im ICE durch den Westerwald, aber es ist die schönere, die angenehmere Strecke. Dann wünschen wir allzeit gute Fahrt. Mhm. Vielen Dank, Christian Schreider, Bundestagsabgeordneter für Ludwigshafen, Frankenthal. Ja, ich danke Ihnen.